Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr überquerte ein 18-Jähriger am OEG-Bahnhof Leutershausen den Gleisbereich unachtsam und wurde von der OEG der Linie 5 erfasst und unter der Bahn eingeklemmt. Also die Feuerwehr Hirschberg war als erstes dann hier vor Ort und gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung wird hier dann der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg mit alarmiert mit einem Spezialfahrzeug, dem sogenannten RW Schiene, der dann eben auch Spezialgerät zum Anheben dieser Straßenbahn beinhaltet. War der Zugang zu der Person schnell geschaffen oder hat sich das Ganze eben etwas schwieriger dargestellt? Also der Zugang zunächst für den Rettungsdienst zu der Person, der war eigentlich soweit gegeben. Aber eben die Rettung der Person war dann eben dadurch nur ermöglicht, den Straßenbahnzug anzuheben. Der 18-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das ist natürlich immer eine psychische Belastung, auch für die Feuerwehrkameraden. Und deshalb haben wir auch hier Notfallseelsorger unseres Seelsorgeteams hinzugezogen, die jetzt zum einen die Betreuung der Fahrerin des Straßenbahnzuges übernimmt und zum anderen eben auch die Betreuung, wenn erforderlich, der Einsatzkräfte. Der Fahrer der OEG erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Nach ersten Hinweisen wollte der Fußgänger die herannahende OEG in Richtung Heidelberg erreichen und wurde dann von der in entgegengesetzter Richtung fahrenden Bahn erfasst. Der Bahnverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.